Das alte Sportjahr geht zu Ende, das neue steht bevor und dieses neue Jahr 2018 hält gleich mehrere Höhepunkte für den Hauptstadtsport bereit. Da ist im Sommer natürlich die Leichtathletik-Europameisterschaft, aber noch davor und sicher nicht weniger spektakulär die Hallenhockey-Weltmeisterschaft. Hallenhockey ist eine interessant klingende Sportart. Ich finde es sehr cool, dass Berlin sowas macht, dass sowas ausrichtet. Es passt genau hierher. Viele Menschen haben viele Interessen und ich glaube, dass man hier gutes Publikum finden kann. Das Spektakel findet in der Max-Schmeling-Halle statt und zwar vom 7. bis zum 11. Februar. Das ist echt super, wirklich. Das ist eine Sportart, die ich auch mag, in Berlin ist, weil man da echt leicht hingehen kann, zugucken kann. Also ich finde das wunderbar. Die Höhepunkte des alten Jahres gehörten unter anderem dem Berliner Sportlern des Jahres. Es ist schon eine gute Tradition, dass diese im Rahmen der Champions-Gala geehrt werden. So auch in diesem Jahr. Bei den Damen fiel die Wahl diesmal auf Claudia Pechstein. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das ist eine unglaubliche Leistung, nach so einem Tief, das sie durchmachen musste, nochmal zurückzukehren und auch die Sympathien der Fans gewonnen zu haben und auch der Jury. Und deshalb freut sie sich natürlich tierisch und ich hoffe, dass sie das heute auf dem Eis auch mit einer guten Leistung krönen kann. Wie schon in den vergangenen Jahren fand die Champions Gala auch diesmal wieder im Estrel Convention Center statt. Die Zuschauer begeistert feierten den Berliner Sportler des Jahres und das wurde Patrick Hausting. Ja, es ist eine Riesenehre. Einmal hatte ich schon das Glück vor 7 Jahren und jetzt nach 7 Jahren wieder oben zu stehen. Ich habe es gerade eben schon bei der Vorführung gesagt, auf der Bühne ist immer besonders, sich zwischen die großen Sportarten oder die größten Sportarten als Wasserspringer dazwischen zu tummeln und macht mich sehr stolz. Bei den Mannschaften fiel die Wahl in diesem Jahr auf die Volleyballer vom SCC Berlin auf die BR-Volleys. Wir sind hier gekommen und wir wussten nicht, ob wir gewinnen oder nicht. Wir waren nur zufrieden, dass wir konnten hier, wir waren eingeladen und dann jetzt ja, haben wir gewonnen. Es war eine große Überraschung und jetzt sind wir unglaublich froh und können wir die Abend genießen. Ja, und möglicherweise werden im Jahr 2018 bei der nächsten Champions Gala dann auch Berliner Weltmeister der Hallenhockey-WM 2018 gekürt.